Hallo Freunde, hallo YouTube, schönen guten Morgen. Moin. Wir haben heute Dienstag, den 29. Juni 2021. Also unsere Radreise neigt sich dann doch jetzt mal so langsam dem Ende. Und wir sind hier in Kupfermühle, einem kleinen Örtchen nördlich von Flensburg. Daneben oder kurz hier da, Kupfermühle kommt schon die Grenze. Und um uns ist schon Dänemark hier. Also da hinten ist schon Dänemark hinter dem Da ist Dänemark, Fluss da. Ja, und wenn das mal hier eine Berufung ist, ne? Christiansgang. Und jetzt erzähle ich euch ein ganz bisschen was zu diesem Ort. Kupfermühle heißt tatsächlich Kupfermühle, weil hier früher Kupferverarbeitung stattgefunden hat. Ganz berühmte Eimer haben die ja auch hergestellt, habe ich schon wieder vergessen, wie die hießen. Und das hier, diese schönen gelb getünchten Häuser, das waren die Arbeiterhäuser und in diesen Siedlungen haben die gelebt. Und hier ist noch ein Bild von 1963, wie das früher aussah. Da hinten war noch so ein Schuppen mit dem Plumpsklos, weil so komfortabel war das damals nicht. Wir haben heute 44 Kilometer. Etwas ungeplant. Ich habe die Tour etwas geglättet, weil wir müssen heute schon um 18 Uhr wieder im nächsten Hotel sein. Und Corona-Test haben wir auch noch wieder. Corona-Test müssen wir machen, wenn wir heute Abend nämlich vielleicht im Restaurant drin sitzen wollen. Das Wetter schlägt heute um. Genau, also morgen werden wir wahrscheinlich den ganzen Tag Regen haben. Ist denn so? Ihr wollt ja sehen, wie Hayas nass werden, oder? Ein bisschen nass geworden bin ich heute Morgen schon. Wer genau hinsieht, das war der Angriff der Killer-Tomaten hier. Der Gabelpieks in die Tomate. Ein Pieks in die Tomate, mein frisches Sportler-Shirt bis oben hin voll, die Brille, alles voll gesprenkelt. Ne? So eine kleine Tomate, so ein giftiges Vieh. So, wir wollen mal los, in die Richtung geht's und mehr von unterwegs. Ja, tschüss Ostsee, war schön mit dir. Noch ein letzter wehmütiger Blick auf die Förde und die dahinterliegende Ostsee. Jetzt geht's mitten durchs Land. Mal hilft nichts. So entdecken. Der Ochsen, wie ich ruft. Wir Ochsen weiter. 290 Höhenmeter heute übrigens, die wir zu bewältigen haben. Und gleich nach dem Start die ersten 2 Kilometer. Eine richtige Rampe hier. Aber jetzt geht's runter nach Flensburg. Und da kommt Karin. Wir müssen die 290 Höhenmeter zustande kommen. Keine Chance, hier ist Absteigen angesagt. Ja, wir sind immer noch nicht raus aus Flensburg. Aber wir sind jetzt auf dem Ochsenweg. 9 Kilometer haben wir schon auf dem Tacho. Das zieht sich hier ganz gewaltig. Die ersten 90 Höhenmeter haben wir übrigens schon absolviert. Jetzt haben wir nur noch 200 Höhenmeter. Und Rückenwind heute. Yes! Das ist sehr schwül. Ja. Und es fängt auch leicht an zu tröppeln hier. Ich bin aber klitschnass geschwitzt, das ist jetzt egal, ob das von außen oder von innen kann. Der Wetterbericht. Anders angekündigt, eigentlich soll es erst heute gegen Abend regnen. Oh, wie schön da vorne. Eine Schafherde mit Hund und Schäferin. Wie sieht das so? Schäferin, ja. Okay. Auf jeden Fall nicht ein Einzelnen. Ehrlich. Auch dabei. Und er geht immer hin und her, er passt auf. Und du passt hier fein auf, ne? Ja. Da ist sogar eine Ziege zu. Was sind wir noch nicht? Ja, der Hund, der hat echt aufs Wort gehört. Alles, was sie gesagt hat, hat er sofort ausgeführt. Wusste gleich, wo der hinlaufen sollte. Die Schafe im Zaum halten. Schön, dass wir eben weggefahren sind von der Bundesstraße. Wir sind jetzt hier in den Fröhrupper Bergen. Das ist echt Minengebiet. Passen, dass wir hier nicht durch die Hinterlassenschaften der Schafe hier fahren. Ja, das war gut, dass wir eben abgewichen sind von der Bundesstraße. War jetzt genug mit Verkehr. Das hat echt gereicht. Vor allem durch Flensburg war echt laut und stinkig und viele Autos. Ja, das war eine Schäferin mit einer Schaf- und Ziegenherde. Ein Esel war da auch bei. Ich glaube, einen Hund habe ich nur gesehen. Ne? Ja, der lief aber fleißig hin und her. Nee, ein zweiter war noch hinter der Herde, habe ich gesehen. Kleiner. Der hat auf jeden Fall auf alle Kommandos aber sofort gehört, wie sie gerufen hat.
Ein Esel hatte sie auch dabei, aber sie hat gesagt, er sei mein Lastentier als Schutzhund. Ja. Das ist der Ochsenweg hier. Schafe als Landschaftspfleger. Hier nochmal eine Erklärung. Und hier haben wir eben gelernt, dass sich diese gemischte Beweidung mit Schafen und Ziegen sehr bewährt, da die Schafe eher die weichen Gräser nehmen und Blätter und die Ziegen auch gerne die Gehölze, den unerwünschten Aufwuchs rausknabbern. Und hier haben wir auch das Zeichen für den Ochsenweg. In diesem Fall mit so zwei großen Ochsenhörnern dargestellt. An den Radwegen ist stattdessen das Symbol das Land Schleswig-Holstein und der Ochsenweg mitten hindurch. Das heißt, wir sind da eben schon, wie wir wieder hochgefahren sind, war dieses, wo die Schäferin war, auch Ochsenweg. Und hier links ist übrigens der Schafstall. Hier liegt noch ein bisschen Wolle. Ja, hier wohnen denn die Schafe und die Ziegen. Und dann werden die wahrscheinlich von der Schäferin jeden Tag hier ausgeführt. Sehr interessant. Jetzt wollen wir mal eine Bank suchen. Nach knapp 20 Kilometern einen kleinen Rast einlegen. Und mal sehen, dass wir weiterfahren. Denn erstens haben wir keine Bank gefunden und zweitens ist hier Bremsenalarm. Oh, die stechen durchs Hemd. Die stechen durch die Hose. Ja, lustiger Ortsname, Süderschmiedebi. Süderschmiedebi. Da vorne kommt eine Bank. Die nehmen wir doch, glaube ich mal. Ja, die nehmen wir doch. Die beste Bank in Süderschmiedebi. Kannst aber unser Gas, was wir nicht haben, auch noch tauschen. Kundencenter hier, kannst noch Gas kaufen. Da machen wir mal 10 Minuten Päuschen, würde ich sagen. Jetzt geht's nach Popholz, Klappholz und Ständerupfeld. Grodut. Lustige Namen hier. Hat wohl jemand vergessen, die Weihnachtsdekoration abzunehmen. Da hängt noch der Weihnachtsstern hier im Stall. Wir haben einfach nur hängen lassen, ne? Den Stern. Dann brauchen wir noch nicht wieder anbringen im Dezember. Nö, das spart Arbeit. Das ist ja gar keine 6 Monate mehr hin. Der Track führt geradeaus, Sackgasse, aber da soll es wohl gleich durchgehen. Hier so ein kleines Stückchen durch den Wald hinter Popholz. Und anhalten darf man hier auf gar keinen Fall. Sofort die Bremsen und zerstechen ein hier. Jetzt wird's abenteuerlich. Ob wir da durchkommen, mal gucken, denn wir müssen hier links abbiegen und wenn wir durch dieses Stück hier durch sind, müssen wir uns unbedingt nach Zecken absuchen hier. Alles voll gewachsen hier links und rechts, überall Gräser, Sträucher. Das ging ja noch. Kommt gleich wieder so eine nette kleine Brücke, wo man das Rad erstmal rausheben muss. Oh. Ja. Absteigen. Aber es geht munter weiter hier. Ja, aber gleich ist wieder normal. So, jetzt Rad hochheben, Lucy. Ja, jetzt müsste man 8 Arme haben, um das zu filmen, aber naja. Man hat ja noch eine Frau mit einer GoPro in der Hand. Sehr idyllisch hier. Sehr gut. Denn man muss sagen, der Ochsenweg hier ist eben nicht nur ein Radweg, naja, was heißt Radweg, war das jetzt eben schon nicht mehr, sondern auch ein europäischer Pilgerweg und der europäische Fernwanderweg E1. Und dann kann das auch schon mal solche Abschnitte beinhalten. Quer durch so eine Waldpassage. Und nach dem Zecken-Thrill müssen wir erstmal jetzt ein kleines Päuschen hier machen. Hier ist eine Bank. Und uns nach Zecken untersuchen. Da hinten stehen die Bisis. Und da sieht man, das war tatsächlich der Fahrradweg. Da geht's weiter. Und es ist echt sehr schwül. Mega schwül. Und es kommt mit Sicherheit Gewitter. Wir haben eben Regenradar geguckt. Also 16 Uhr schließlich wohl Regen und Gewitter. Gut, jetzt sind wir gerade im Hotel. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt regnet,
würde ich mich freuen. Denn sie kann Regen ja gar nicht bleibt, dann so denn das gibt sicherlich eine gute Abkühlung. Ich bin eh völlig nass geschwitzt, das ist auch egal, das wäre ganz schön, ne? Jo, der hat für Strom gesorgt. Alle Dächer mit Solarzellen bedeckt hier. Sehr schön. Das finde ich richtig gut. Wenn ich auf Solotour unterwegs bin und dann mit meinem Zelt und so weiter, dann bin ich auch mit Solarzellen und meinen Akkus unterwegs. Eine Woche ohne alles auskommen, ohne Netzstrom. Da bin ich dann Selbstversorger. Meine Energie produziere ich selber. Beziehungsweise kriege ich sie gratis geliefert von der Sonne. Das muss sein. Einmal im Jahr eine Woche Solo-Radreise habe ich ja gerade hinter mir. Und von Südost kommt das Wetter. Es wird immer dunkler. Und das könnte ganz knapp werden mit unserem Hotel, dass wir da noch trocken hinkommen. Aber wie vorhin schon gesagt, wenn es regnet, dann ist das so. Es ist dermaßen warm und schwül, drückend, dass so ein bisschen Regen jetzt, glaube ich, ganz gut tun würde. Aber im Gewitter sitzen wir natürlich nicht gern auf dem Rad, ne? Das stimmt. Deshalb versuchen wir jetzt nochmal eben zum Hotel zu kommen. Ich glaube, das schaffen wir. Wir haben noch 13,7. Und falls wir doch noch nass werden sollten, dann werde ich gleich nochmal Gene Kelly auflegen. Ja. I'm singing in the rain. Just singing. Lucy hat Karaoke-Fähigkeit. Yes. Ich werde da nicht mitsingen. Besser ist es. Und du den Text ja auch nicht ganz wahrscheinlich. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich kann aber auch nicht singen. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nichts mehr sehe. Ja, Sonnenbrille auf. Jetzt habe ich mal die andere Brille aufgesetzt. Jetzt kann ich wieder was erkennen hier. Und in der Ferne hört man übrigens auch schon das Gewitter anrollen. Es grummelte eben schon. Wir haben noch ja, so 8-9 Kilometer haben wir wohl noch. Oh, wird knapp. Aber schön hier im Wald. Hier das Ochsenweg-Symbol am Wegesrand. Ich schätze mal, noch 10 Minuten im Regen jetzt. Grummelt schon gewaltig. Oha, da hinten kommt aber richtig Regen. Eine grüne Welle, yeah! Richtig schön kaputter Weg hier. Oh Mann. Zum Mond fliegen können wir, aber gescheite Radwege bauen, das kriegen wir nicht hin. Das war ein richtig schöner Dreizack-Gieb. Voll der fette Blitz. Ja, spart die Dusche gleich. Ne? Kennt ihr die Steigerung von nass? Nicht? Durch. Karren fährt voll Karacho. Komme ich gar nicht mehr nach hier. Oh, da ist richtig Regen. Und die Wettervorhersage hatte recht. Es ist kurz nach 16 Uhr und es regnet. Keine grüne Welle. Wir haben mal rot. Weißt du, was nach nass kommt? Messer. Nee, durch. Regen soll ja gut für einen Turn sein, ne? Sagt man ja. Weil wir schon so viel Sonne hatten. Das ist für die Haut, glaube ich, auch mal ganz gut. So, wir müssen uns aber auch gleich geschafft haben. Den kleinen Schauer hier, ne? Oha, hier die Niagara-Fälle. Angekommen. Wir haben ja gedacht, wir schaffen das noch vom großen Regen. Also das Gewitter, muss ich jetzt sagen, war nicht ganz so schlimm, aber der Regen, also wir sind durch bis auf die Knochen. Wir tropfen hier gerade aufs Linoleum. Aber die freundliche junge Dame von der Rezeption hat uns eben schon direkt empfangen und uns unser Zimmer gezeigt. Und wir haben Glück, wir mussten die pitschnassen, tropfenden Taschen nicht mehr hochschleppen. Es ist hier im Erdgeschoss. Wir haben auch eine Terrasse, aber ich glaube nicht, dass wir die heute oder morgen nutzen. Und Jos, an der letzten Szene, als sich die GoPro nochmal aufgehängt hat, sich auf Zeitraffer umgestellt. Warum auch immer, keine Ahnung. Wir hoffen, dass die anderen 10 Wiesen was geworden sind. Das Gute ist ja, wenn man noch eine hat, ne? Ja. Dafür hat sich mein Garmin halt eben verabschiedet. Also der Wetterbericht hat absolut recht gehabt mit 16 Uhr Regen, ja. Schleswig-Holstein, übrigens, Schleswig.
Ne? Großes Lob. Genau, gepasst. An Wetter Online. Habt ihr super gemacht. Habt ihr gut hingetaktet. Nun könnt ihr mal gucken, wie schön wir heute Abend schlafen werden. Das muss man eben sein. Da ist unsere Terrasse. Hier haben wir auch sogar ein Tablet. Also das ist sehr stylisch modern hier, Hotel Elfritz. Ja. Gefällt. Ach, das sehe ich jetzt. Ich habe mich eben schon gefragt, wo die Dusche ist. Tada. Sehr geil. Das ist ja mal genau unser Ding. Gleich mal reinkrabbeln. Denn wir sind zwar nass, aber duschen möchten wir schon noch. Wir hatten eigentlich vor, noch in Erwägung gezogen, noch heute in die Altstadt zu gehen. Aber ich glaube, wir gehen überhaupt nirgendwo mehr hin, wenn wir wieder trocken sind. Hier ist das saugemütlich. Schöne Sessel hier, ein Hocker für Lucys Füße. Juhu. Ich glaube, wir gehen nirgendwo mehr hin. Und morgen könnt ihr uns dann im Regen begleiten, denn ich glaube, Wetter Online wird wieder recht haben. Aber morgen werden wir uns dann mal die Regenkluft anziehen müssen, denn es wird deutlich kälter werden morgen als heute. Jetzt müssen wir erstmal die Klamotten ausziehen, zum Trocknen aufhängen und dann gehen wir in die Dusche, ne? Yes, so machen wir das. Also. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, auch wenn das Wetter am Morgen doof ist. Achso, nochmal ein bisschen zur Strecke von heute. Ja, als dann das Schlussfazit, die ersten 18 Kilometer konnten wir super radeln, das ging schnell, aber langweilig straßenbegleitend, immer an der Hauptstraße lang. Dann wurde es schön ab, wie hieß das noch, Flöroperberge. Irgendwas mit der Schafherde. Die Schafherde gesehen haben und danach ein Traum. Wirklich eine schöne Wegführung vom Ochsenweg. Ganz viel durch Wälder auf naturbelassenem Untergrund. Und gleich nochmal Zeckencheck mal auf jeden Fall. Ja, Zeckencheck nochmal. Weil die kleinen Biester sieht man nämlich eben. Hatte ich, glaube ich, eben eine bei mir auf dem Knie, aber die habe ich jetzt weggestreckt. Die letzten 8 Kilometer waren dann, zogen sich wie Kaugummi, zumal wir in den Regen gegen angefahren sind. Die waren dann auch nicht mehr so schön nach Schleswig rein, wie das denn eben so ist mit Stehen. Das pitcht alles. So. Also, Merkel nach nass kommt durch. Durch. Bis morgen. Tschüss, macht's gut. Morgen. Ciao, ciao.